ist es so eine kleine Zeitverzögerung von 5 Sekunden. Und dann legen wir auch gleich los. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Wahl-Web-Talk der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Abend. Er ist sicher einer der Highlights unserer gesamten Vortragsreihe zur Bundestagswahl. Ich darf Sie auch im Namen der Mitveranstalter begrüßen, das Kolloquium Politikum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und das Karl-Schurz-Haus in Freiburg. Ich freue mich ganz besonders, dass meine Kollegin, die Außenstellenleiterin aus Heidelberg, Sie sehen es am Banner, Freiburg und Heidelberg sind sozusagen heute Abend die Ausrichter der Veranstaltung. Und wir grüßen natürlich ganz, ganz herzlich nach Mainz zum Mr. Politbarometer, zu Matthias Vornoff, der gerade noch in den 19 Uhr Nachrichten die neuesten Zahlen und Daten des Politbarometers verkündet hat. Um 21.45 Uhr sehen Sie die ausführliche Variation des Ganzen. Der Meister aller Zahlen ist heute Abend hier bei uns zu einem kleinen Hintergrundgespräch zu Gast. Matthias Vornoff ist 1963 in Mainz geboren, insofern ein waschechter Mainzelmann, wenn ich das so sagen darf, und den meisten ja vom Fernsehbildschirm bekannt. Deshalb nur noch mal in Kürze seine Vita. Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Slawistik in Mainz und Berlin. Dann Arbeit für die Deutsche Presseagentur und dann eben wieder der Wechsel nach Mainz in die Redaktion Zeitgeschichte. Dann nochmal ZDF-Landesstudio Berlin, dort eben auch Oder-Hochwasser-Berichterstatter 97. Bei Wikipedia liest sich das, da hat er seine große Bekanntheit erlangt als sozusagen Gummistiefel-Wetter-Berichterstatter dieses Hochwassers. Dann Landesstudio Brandenburg-Potsdam, dann wieder zurück. Rück nach Mainz, Sie sehen also ein Leben in Pendelmomenten und Bewegungen. Chef vom Dienst, einer der engen Mitarbeiter von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender, der ja auch aus Freiburg kommt, 2007 dann Korrespondent in Washington DC und Studioleiter, dann von 2010 bis 2014 im wöchentlichen Wechsel mit Petra Gerster die Moderation der Hauptausgabe der Heute-Nachrichten sowie Redaktionsleiter. Und dann schließlich seit 2014 Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und eben Moderator des hinlänglich bekannten und berühmten Politbarometer. Herr Vornoff, Sie präsentieren immer Umfragen. Wir haben heute mit Ihnen eine sozusagen kleine Blitzumfrage vor, die Sie jeweils nur mit Ja oder Nein beantworten können. Aber Sie müssen sich und sollten sich natürlich auch entscheiden, Fernsehen oder Buch? Ja oder nein, soll ich sagen? Das ist keine Ja- oder Nein-Frage. Fernsehen oder Buch? Fernsehen. Entschuldigung, falsche Regieanweisung. Also entscheiden Sie sich für eine der beiden Alternativen. Genau. Apple oder Samsung? Apple. Nike oder Adidas? Nike. Coca-Cola oder Pepsi? Keins von beiden. Wein oder Bier? Wein. Berg oder Meer? Meer. SC Freiburg oder VfB Stuttgart? Hannover 96. Pizza oder Pasta? Pasta. Auto oder Bahn? Auto. Twitter oder Insta? Twitter. SZ oder FAZ? Mal so, mal so. BBC oder CNN? CNN. Große Koalition oder Minderheitsregierung? Je nachdem. Minderheitsregierung, sagen wir mal. Was Spannendes. Parteiprogramm oder Wahl-O-Mat? Wahl-O-Mat auf jeden Fall. Parteiprogramm kursorisch. Klaus Kleber oder Marietta Slomka? Beide natürlich. Kandidat oder Parteibindung? Die Frage verstehe ich nicht. Was heißt das? Ich? Naja, was ist entscheidender beim Wahlverhalten? Der Kandidat, die Kandidatin oder die Parteibindung? Zunehmend der Kandidat. Forschungsgruppe Wahlen oder Infratest IMAP? Naja, Forschungsgruppe Wahlen natürlich. Dafür reicht ich ja den Kopf hin. Herr Vornoff, einleitendes Zitat von Ernst Fraenkel, einem der großen Begründer der Politikwissenschaft.
der sagt, ich glaube, dass eine Demokratie an einem Strukturdefekt leidet, der gar nicht ernst genug genommen werden kann, wenn diese Wahlen sich zu einer Art Beauty-Contest entwickeln, bei dem es maßgeblich darauf ankommt, welcher der Kandidaten fotogener ist, von welchem der Bewerber um das höchste Staatsamt am Fernsehschirm der stärkere Sex-Appeal ausgeht. Wenn wir uns die heutigen Zahlen Ihres Politbarometers angucken, wiederholt sich die Geschichte und so wie der Schulz-Zug ist das Baerbock-Rennrad schon am Ende und wird zu einem Dreirad und leben wir in einer Demoskopie-Demokratie. Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Wiener, erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich kann Ihnen an keinen der Punkte widersprechen, das stimmt da alles. Ich habe mich sozusagen wiedererkannt in der Vorstellung und grüße alle in der Runde und bei YouTube. Freue mich, hier zu sein und werde mal so eine kleine Tour d'Horizon anbieten durch das, was uns politisch in diesem Jahr alles erwartet, was da auf uns einbricht oder schon gebrochen ist. Und werde immer wieder den Seitenblick auf das, was Umfragen darin tun, wagen. Und es ist ja eine wechselseitige Beeinflussung. Die Art und Weise, wie wir Umfragen machen, wird beeinflusst von dem, was sich verändert. Stichwort Pandemie, komme ich gleich drauf. Aber sicher, das ist ja die Frage in Ihrer Überschrift, ist es auch so, dass Umfragen eine Wirkung haben. Wir sind in einem Superwahljahr. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Wir haben insgesamt 6 Landtagswahlen und eine Bundestagswahl. 3 Landtagswahlen sind jetzt schon vorbei. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die Doppelwahl im März und jetzt letzten Sonntag Sachsen-Anhalt. Dann haben wir am 26. September die Bundestagswahl und parallel dazu wahrscheinlich 3 Landtagswahlen, es sei denn, der Thüringische Landtag beschließt nicht seine Selbstauflösung, was aber eigentlich alle versprochen haben. Das wird, glaube ich, im August entschieden oder im Juli. Und dann wären es in der Tat Bundestagswahl und 3 Landtagswahlen. Das hatten wir dann so auch noch nie und auch das wird eine absolute Herausforderung für die Demoskopen sein. Das Besondere in diesem Jahr an dieser Bundestagswahl ist zunächst mal, es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es gibt keinen Kanzler und keine Kanzlerin, die wieder antritt. Es gibt ja Menschen unter 30 oder auch unter 34, die seit sie wahlberechtigt sind, ausschließlich Angela Merkel kennen im Kanzleramt. Nach 16 Jahren, dieses Kapitel endet. Und das neue Kapitel, das haben wir in den ersten Monaten dieses Jahres schon gesehen, das ist hart umkämpft. Und auch da spielten Umfragen immer wieder eine Rolle. Das ist auch für Politik eine Selbstvergewisserung darüber, wo man steht, in der Akzeptanz mit seinen Themen. Komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf. Natürlich wird eine Frage sein, und das spielt in all unseren Umfragen, auch übrigens in der Prognose am Wahlabend, eine Rolle, wer denn mit wem? Was wir beobachten in der Meinungsforschung, ist, dass die Menschen eine deutliche Tendenz haben, zu komplizierte Koalitionen nicht zu wollen. Je mehr Partner, desto schlechter. Das heißt, eigentlich wünschen sich die Leute am liebsten ein Zweiermodell, wie wir es ja über viele, viele Jahre hatten mit Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Mit dem Erstarken der AfD, die gleichzeitig nicht als Regierungspartner zur Verfügung steht oder besucht wird von irgendeiner anderen Partei, ist da so eine Art Keil in den Parlamenten und es macht es viel schwieriger, mit nur 2 Parteien zu Mehrheiten zu kommen. Insofern hat sich das sehr verändert. Ich glaube, dass unsere, also jetzt nicht, wenn ich jetzt sage Umfragen, meine ich jetzt nicht immer nur die der Forschungsgruppe Wahlen. Infratest DIMAP haben Sie schon genannt, ist auch ein seriöses Institut. Und ich glaube, die Frage, welche Koalition wünschen sich denn die Menschen und aus welchen Gründen, ist schon eine. Das wird nicht 1:1 dann von der Politik so umgesetzt, aber die gucken sich das schon sehr genau an, wie denn die Prioritäten in der Bevölkerung sind und die vorliegen. Zu diesen Fragen, die sich verändern und die in Veränderungen sind, gehört die Frage, wer ist eigentlich noch Volkspartei? Ist die SPD noch eine Volkspartei oder ist sie es nur noch im Westen? Ist die AfD eine Volkspartei? Das sind politologisch spannende und schwierige Fragen und es hängt dann auch sehr davon ab, welche Kriterien man anlegt. Was die pure Quantität betrifft, ist die SPD mindestens mal dicht davor, dieses Etikett zu verspielen oder zu verlieren. Die AfD mit ihren Zahlen, insbesondere in Ostdeutschland mit 20% und mehr, scheint eine Volkspartei zu sein. Wenn man Volkspartei aber definiert als eine Partei,
die alle erreicht, also alle sozialen Gruppen, alle Altersschichten, alle Bildungsschichten, dann stimmt das sicher nicht. Also das hängt in der Tat an der Definition. Und ein weiterer Faktor, der in Bewegung, der einwirkt auf alles, auf unser aller Leben ja sowieso, aber auch auf Umfragen und auch auf Politik, ist die Corona-Pandemie. Das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, auch das hat viel verändert. Es hat auch die Arbeit der Demoskopen verändert. Natürlich ist es komplizierter geworden, Exit-Polls zu machen an den Wahllokalen mit Hygienekonzepten und. Und es ist auch deshalb schwieriger geworden, weil, und darüber kann man sich ja gar nicht wundern, nachdem man den Menschen irgendwie 14 Monate gesagt hat, bleibt zu Hause, vereinzelt euch, trefft euch nicht in Gruppen und nicht in geschlossenen Räumen, ist so ein Wahllokal nicht besonders attraktiv. Deshalb sehen wir Baden-Württemberg allen voran mit fast 50% eine geradezu Explosion der Briefwahl. Das ist an sich natürlich nichts Schlimmes, das ist eigentlich wertfrei. Das macht nur den Demoskopen die Arbeit schwerer, weil die Leute, die Brief wählen, die trifft man ja nicht am Wahllokal. Man kann sie also auch nicht befragen. Und daraus entstehen für die Meinungsforscher sehr schwer vorherzusagende Unbekannte. Also, also der Anteil der Briefwähler unter den Wählern einer bestimmten Partei unterscheidet sich. Also AfD-WählerInnen machen weniger Briefwahl zum Beispiel als UnionswählerInnen. Also sie können aber nie genau sagen, wie viel das denn ausmacht. Und das macht natürlich Umfrage, Vorhersagen und Prognosen volatiler oder schwieriger. Und unsere Forschungsgruppe Wahlen hat auch mir immer gesagt, pass auf, am Wahltag, es wird eine ganze Weile dauern, bis genug tatsächlich ausgezählte Stimmbezirke da sind, sprich Hochrechnung, bis wir sicher sein können, dass unsere Zahlen in die richtige Richtung gehen. Also die reine Prognose am Wahllokal hat einen höheren Fehlerspielraum, als das normalerweise der Fall ist. Und das hat sich ehrlich gesagt in Sachsen-Anhalt auch wieder bestätigt. Nicht nur bei uns, auch bei Infratest. Welche Rolle spielen bei all den Umfragen? Ich habe es schon angedeutet, Umfragen sind eine sensible Ware und sie werden von vielen genutzt, von der Politik natürlich, von Politikberatern, von Journalistenkollegen, von der Wissenschaft. Es werden viele kritische Fragen daran gestellt, aber es gibt auch eine gewisse Umfragehörigkeit, würde ich fast sagen, bei vielen. Da werden dann politische Positionen schon mal sehr schnell verlassen oder um 180 Grad gedreht, wenn man merkt, die Akzeptanz ist nicht da. Und der Gradmesser dafür sind halt nun mal Umfragen. Und damit ist ein Teil der Frage in der Überschrift, machen Umfragen Politik schon beantwortet? Ja, klar. Ich würde sagen, was uns betrifft, mindestens mal, ist nicht unser Ziel, mit Umfragen Politik zu machen, sondern ein Meinungsbild möglichst präzise abzubilden. Aber diese Rückwirkung auf Politik, die gibt es auf jeden Fall, das ist unbestreitbar, hat man übrigens in der Pandemie auch gesehen. Die jeweilige Akzeptanz der geltenden Corona-Maßnahmen, die ist ja dann im Format Merkel und Ministerpräsidenten wöchentlich, zweiwöchentlich immer wieder, ist das ja verändert worden, da hat natürlich reingespielt, wie die einzelnen Maßnahmen akzeptiert worden sind. Und das kann man oft eins zu eins jetzt nicht beweisen, aber es ist offensichtlich, und das wissen wir aus ganz vielen Gesprächen, auch mit der Politik. Es gibt einen Sonderfall bei uns im ZDF, gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen. Das haben wir vor 10 Jahren in einem nicht so einfachen Prozess durchgesetzt, dass wir nämlich als Einzige am Donnerstag, 21.45 Uhr, vor der Landtagswahl, also 3 Tage vor der Wahl, nochmal frische Zahlen veröffentlichen. Das war für ein absolutes Tabu, weil genau die Frage dieser Überschrift, machen die damit Politik, heikel war. Nochmal, unser Ziel ist es nicht, damit Politik zu machen, aber man kann auch nicht bestreiten, wenn man 3 Tage vor der Wahl Zahlen veröffentlicht, dass sie natürlich eine Auswirkung haben, auch auf Wählerinnen und Wähler, die möglicherweise taktisch wählen wollen. Ich sage nur nochmal zur Begründung, warum machen wir das am Donnerstagabend im Heute-Journal? Diese Zahlen sind eh da. Das heißt, die werden erhoben, weil die Forschungsinstitute die dann für ihre Analysen am Wahlsonntag auch brauchen. Das heißt, wir haben die Zahlen. Und dann war irgendwann die Überlegung, wenn wir sie denn haben, dann benutzen wir das doch auch nicht als Herrschaftsinstrument oder als Geheimwissen, sondern machen das transparent und öffentlich. Und das war, wie gesagt, kein einfacher Prozess, weil wie das in der Politik immer ist und auch bei uns in den Gremien, war natürlich sofort die Frage, wem nutzt das, wem schadet das? Schadet mir das, dann will ich das nicht. Also wir haben es durchgekämpft und mittlerweile ist es unumstritten.
und sehr viel nachgefragt. Auch alle ARD-Hörfunksender gehen da drauf. Das ist dann schon, auch jetzt bei Sachsen-Anhalt hat man es gesehen, auch ich bin dann im Vorfeld nochmal interviewt worden von vielen, da ist man dann schon heiß drauf, erst recht, wenn die anderen Umfragen so andere Ergebnisse generiert haben. Und das war im Fall Sachsen-Anhalt so. Jetzt muss ich mal einen Satz sagen, zur Ehrenrettung meiner Forschungsgruppe Wahlen und aber auch von Infratest DIMAP von der ARD. Da sind die nicht alle, die sich da am Markt tummeln, methodisch und wissenschaftlich auf Augenhöhe. Beileibe nicht. Das muss ich ehrlich gesagt immer wieder auch meinen Kollegen hier erklären, die dann aufgeregt die Bildzeitung schwenken und sagen, aber Insa sagt, dass die AfD stärker wird als die CDU in Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Insa. Ich werde jetzt in dieser Runde auf YouTube nichts weiter dazu sagen, aber das ist nicht die gleiche Seriosität, die wir bieten und hat nicht die gleiche Verlässlichkeit. Und der Verdacht, dass man damit gerne auch Schlagzeilen produziert, drängt sich geradezu auf. In diesem Fall, und damit kehre ich nochmal wieder zur Überschrift zurück, haben die damit Politik gemacht. Ob sie sie mit einem politischen, parteipolitischen Ziel gemacht haben oder ob sie einfach die Schlagzeile rausgehauen haben und den Aufmerksamkeitseffekt wollten, das weiß ich nicht, kann ich nicht belegen. Aber ganz klar ist, die Tatsache, dass Ziwei online gestützt für den Spiegel und Insa für die Bild-Zeitung die AfD entweder vorne gesehen haben oder aber das ganze Kopf an Kopf deklariert haben, hat natürlich Auswirkungen gehabt, politische, weil dann Leute, Grünen-Wähler, Linken-Wähler, SPD-Wähler, gesagt haben, um Himmels Willen, doch bitte nicht die AfD-stärkste Partei und haben die CDU gewählt. Und das ist eine Entwicklung, die hat auf den letzten Metern nachweislich stattgefunden. Daher kommt das Traumergebnis, das der Hasenlöffler gewählt hat. Ich kann nur sagen, wie gesagt, ich halte ja meinen Kopf dafür hin für diese Zahlen. Gott sei Dank hatten wir, und ich kann Ihnen versichern, ich habe viele kritische Fragen kassiert, auch hier im Haus, als wir gesagt haben, es ist ein deutlicher Vorsprung für die CDU vor der AfD und es gibt kein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und dann ist es natürlich so, dass diese großen Schlagzeilen, die machen halt was, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und dann muss man hergehen und die Methodik erklären und darauf vertrauen. Ich habe das jetzt zweimal, das war jetzt das zweite Mal. Das ist, ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Das erste Mal war es so im Saarland. Sie erinnern sich noch, als der Martin-Schulz-Zug entgleiste. Das war die erste Wahl, nachdem er als Kanzlerkandidat feststand. Und es ist ein ganz ähnlicher Effekt wie jetzt bei Frau Baerbock. Das sind zwar die so unterschiedlichen Sinn. Aber das sind beides unverbrauchte Politiker in der Innenpolitik gewesen. Also die Baerbock ganz frisch gefühlt. Die kannten vor ein paar Monaten noch ganz wenig Leute nur oder nur welche, die sich sehr für Politik interessieren. Und der Schulz war zwar schon ein altes Schlachtross und ewig dabei, aber halt in Brüssel. Und da hat man nicht allzu viel in Deutschland von ihm gesehen. So, und dann jetzt ist Folgendes passiert auf der Umfrageebene. Vor der Saarlandwahl waren sich alle einig, bis auf uns, dass das entweder sehr knapp wird oder die SPD Frau Kramp-Karrenbauer aus dem Amt schmeißt. Und die einzigen, die sogar so ähnlich wie jetzt relativ deutlich gesagt haben, das wird nicht passieren. Diesen Effekt gibt es nicht. Es gibt keinen Schulz-Effekt im Saarland. Die Saarländer wissen ganz genau, dass sie Landesthemen wählen und keinen SPD-Kanzlerkandidaten. Und wir haben Gott sei Dank, so wie diesmal auch, Recht behalten. Und das ist ehrlich gesagt auch für meine Position da. Ich erhebe diese Zahlen ja nicht selbst und kann es nur begrenzt kontrollieren. Ich bin in engem Austausch mit denen, ich kenne die Methodik, ich kenne die handelnden Personen und vertraue darauf, jetzt auch mit der jahrelangen Erfahrung. Aber es kann natürlich auch mal schief gehen. Das ist mir schon auch bewusst. Ja, insgesamt, was machen Umfragen? Umfragen sind ja eine Annäherung an ein mögliches Wahlverhalten und aber auch an bestimmende Themen. Und ich sage immer dazu, auch auf dem Sender, vor der Wahl, das sind Momentaufnahmen. Methodisch gibt es da statistische Fehlerbereiche. Wir fragen Menschen danach, wen sie wählen. Die können uns die Wahrheit sagen oder nicht. Das ist keine Atomphysik. Das heißt, sie haben immer statistische Fehlerbereiche. Das ist jetzt nur einer der Gründe, den ich gerade genannt habe. Von, ich sage mal, bei 40%, eine Partei 40% hat, geht das bis zu 3 Prozentpunkten, die so eine Umfrage dann, wenn sie sauber durchgeführt worden ist, trotzdem noch falsch liegen kann. Es gibt etwas, was ich gerne in dieser Runde mal zur Kenntnis geben möchte, weil ich das auch sehr spannend finde. Wir kriegen ja viele Rückfragen über unsere Methodik, auch schon über Jahre. Ich beantworte das dann in Briefen, weil die Forschungsgruppe macht das. Wir haben ja auch eine eigene Homepage, politbarometer.zdf.de. Da ist auch alles erklärt und nochmal für Sie und euch zum Nachlesen, wenn ihr Interesse daran habt.
was man noch ausführlicher hören wollt als jetzt von oder lesen wollt als jetzt von mir. Wir haben reagiert darauf, auf dieses Bedürfnis, grundsätzlich mal zu erklären, wie entstehen denn diese Umfragen. Für viele ist das so eine Art Blackbox. Es ist vielen geradezu unheimlich. Die decken uns die Zahlen aus. Und jetzt haben wir mal ein Format entwickelt. Das werden wir in dieser Folge so alle 5, 6 Wochen in unserer Mediathek und auf YouTube senden. Das heißt Politbarometer to go, also 2 Go. Der eine oder die andere hat das entweder schon gesehen, es lief jetzt ein erstes Mal oder läuft noch. Und in der Tat geht es da um Mirko Droschmann, Mr. Wissen to go. Und wir haben sozusagen diese beiden, lineares Fernsehen Politbarometer und YouTube-Größe Mr. Wissen to go, fusioniert. Und ich finde, schauen Sie sich gerne an, ich finde, das ist super gelungen. Er hat es echt drauf, auf sehr verständliche Art sehr komplexe Fragen zu erklären mit grafischer Unterstützung. Das ist so 13 Minuten lang, hatte über 100.000, 150.000 sind es, glaube ich, jetzt Menschen, die sich das angeguckt haben. Das lohnt sich. Politbarometer to go. Und darin ist in dieser Ausgabe, also wir werden darin nicht aktuelle Zahlen verhackstücken, sondern die Funktionsweisen dieser Umfragen beleuchten. Und in diesem ersten Politbarometer to go geht es eben darum, warum können auch Fehler passieren und warum ist es besonders schwierig, ein korrektes Ergebnis für die AfD vorherzusagen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einen nenne ich jetzt mal, das ist die soziale Erwünschtheit. Also viele Leute, die interviewt werden und die dann am Ende in der Wahlkabine oder beim Briefwählen die AfD wählen, sagen uns das nicht. Und viele, die eine Bereitschaft haben, AfD zu wählen, reden auch erst gar nicht mit der Forschungsgruppe Wahlen oder gar mit uns. Das heißt, da kommen zusätzliche methodische Probleme dazu, die es vor allem am Anfang, als es noch keine statistischen Grundlagen gab, als die AfD groß wurde, am Anfang waren die Zahlen für die AfD bei ARD und ZDF eigentlich immer zu niedrig. Eben deshalb, weil die Leute uns nicht die Wahrheit gesagt haben und sie dann doch gewählt haben. Mit der Erfahrung von jetzt 5 Jahren und vielen, vielen Wahlen kann man diesen Faktor aber ziemlich genau eingrenzen. Und das ist das, was wir in der Wahlforschung Gewichtung nennen. Wir wissen halt um den Fakt, dass AfD-Wähler oder überhaupt Wähler rechtsextremer oder rechtspolitischer Parteien, das war bei der DVU und den Republikanern genauso, wir wissen einfach, dass sie entweder gar nicht mit uns sprechen oder uns nicht notwendigerweise die Wahrheit sagen. Also können wir gucken mit der Erfahrung und den statistischen Modellen, wie hoch müssen wir die stufen, damit wir der Wahrheit nachkommen. Und da sind wir in letzter Zeit relativ erfolgreich gewesen. Wir sind in diesen Pandemiezeiten, und das ist ja auch, gehört ja auch zu den Entstehungsbedingungen von Umfragen, in schweren Zeiten. Das empfinden die Menschen auch so. Ich glaube, jeder von Ihnen kann das am eigenen Körper, am eigenen Leben nachvollziehen oder auch über Freunde und Kollegen. Und da gibt es schon seit einiger Zeit den Pandemie-Blues, nenne ich es mal. Und es gibt, und damit sind wir dann wieder mit dem Blick auf die Umfragen, auch einen starken Wunsch nach Stabilität. Also keine Experimente ist eine weit verbreitete Geisteshaltung im Moment. Und die Bedingungen einer Pandemie spielen der Exekutive in die Hand. Das heißt, das sind die Entscheider. Ja, da im Kanzleramt oder in den Staatskanzleien. Und interessant ist zu sehen, wenn man sich diese Zahlen so anguckt bei den Umfragen, an den Wahlabenden, dass es doch eigentlich durchgeht. Ob das jetzt in Baden-Württemberg war, Rheinland-Pfalz oder jetzt Sachsen-Anhalt, da gibt es nicht viele Unterschiede Ost-West, dass die Leute das größere Vertrauen in ihre Landesregierung und mit großer Skepsis nach Berlin gucken. Und das ist etwas, was wir auch gesehen haben in den Umfragen und den tatsächlichen Wahlergebnissen. Die Konsequenz von diesen keine Experimente, Wunsch nach Stabilität, die machen das eigentlich gar nicht so schlecht hier im Land, ist natürlich, dass der jeweilige Regierungschef oder im Falle von Frau Dreyer Chefin auf den letzten Metern nochmal richtig Stimmen einsammelt. Und das ist in allen 3 Fällen der Fall gewesen. Alle 3 sind ja auch wiedergewählt worden. Also das ist, diese Pandemie ist ein Stück Wasser auf Mühlen der jeweiligen Regierungschefs. Hinzu kommt noch, das habe ich eingangs, Herr Wehner, schon mal erwähnt, als wir dieses Ja-Nein-Spiel gemacht haben, die Parteienbindung, das ist etwas, was die Politikwissenschaft über die Jahrzehnte schon beobachtet, nicht nur in Ostdeutschland, auch im Westen, die Parteienbindung wird immer schwächer.
Also die Zeiten, wo man das gewählt hat, was Oma und Opa auch schon gewählt haben, oder wo man SPD wählt, weil man in der Gewerkschaft ist, oder die CDU, weil man in der Kirche ist, die sind einfach vorbei. Oder anders gesagt, die Zahl derer, die so verlässlich die immer gleiche Partei wählen, wird immer kleiner. Auch das macht es, kann man sich vorstellen, für Meinungsforscher nicht leichter. Weniger Parteienbindung heißt aber eben auch, das Vertrauen in Personen wird immer wichtiger. Und da haben es alle drei verstanden, soweit ich das aus dem fernen Mainz verfolgen konnte. Na, so vor 3 Jahren war es jetzt nicht ganz so fern. Aber auch Kretschmann und jetzt Haseloff, die haben die Stimmung in ihren Ländern schon ganz gut aufgenommen und haben signalisieren können, glaubhaft, dass sie alles tun für die Interessen ihres Landes und der Menschen, die da leben. In zur Not, wie Haseloff, auch in Konfrontation gegen die Kanzlerin. Das hat er mehrfach gemacht. Und zur Not auch, indem man das öffentlich-rechtliche System nicht weiter finanziert. Da ist ja Sachsen-Anhalt bekanntermaßen als einziges Bundesland ausgeschert. Auch das war ein Stück Populismus, mit dem Herr Haseloff punkten konnte. Weil es leider weit verbreitet ist in Sachsen-Anhalt zu sagen, öffentlich-rechtlichen schlimm. All das passiert und nutzt tendenziell den Regierungschefs, wenn sie geschickt agieren. Was wir auch sehen, ich habe es gerade angedeutet schon, ist, dass diese Last-Minute-Entscheidungen immer wichtiger werden, weil es die Parteibindung nicht gibt, weil man auch viel taktisch wählt. Da ist dann wiederum unsere Donnerstagsabends-Umfrage natürlich super spannend. Das Erste, was mir der Taxifahrer in Sachsen-Anhalt gesagt hat, ist: Oh, wissen Sie was? Die meisten, die ich kenne, entscheiden in der Wahlkabine. Und nun kann ich das natürlich nicht zahlenmäßig irgendwie unterlegen, aber da ist schon was dran. Die Zeiten, wo man sicher war, der wählt das und die wählt das, die sind einfach vorbei. Und wir haben da mit unseren Instrumentarien der Wahlforschung oftmals, muss man ehrlicherweise sagen, dann auch Schwierigkeiten, das einzufangen. Dafür lagen wir meistens ganz gut. Ich will noch ein Wort sagen zur Methodik, weil das ja immer, also wie gesagt, gucken Sie sich gerne Politbarometer to go an, da ist das super erklärt und auch auf der Homepage. Aber ein paar Sachen will ich doch mal sagen. Wann ist eine Umfrage repräsentativ? Das hat nicht in erster Linie zu tun mit der Größe der Umfrage, also der Anzahl der Befragten. Natürlich auch. Sie können jetzt nicht 20 Leute befragen in Sachsen-Anhalt und meinen, das wäre, das ist klar. Also eine gewisse Mindestgröße braucht es schon. Bei uns sind das ungefähr 1200 Befragte. Und das Entscheidende dafür, dass etwas repräsentativ ist, ist, das nenne ich so, doppelte Zufallsprinzip. Das heißt, die Forschungsgruppe Wahlen generiert computergesteuert Telefonnummern, die werden also in der Bundestagswahl sind das Festnetz und mobil. Bei Landtagswahlen kann es nur Festnetz sein, weil wo sich einer mit Mobiltelefon rumtreibt, weiß man ja nicht, ob er dann wahlberechtigt ist. Doppeltes Zufallsprinzip. Erstens, die Nummer ist zufallsgeneratormäßig gefunden worden. Und zweitens, dann ruft einer an in diesem Haushalt und fragt, wer unter den Wahlberechtigten bei euch hatte als letztes Geburtstag? Das heißt, da kann man nichts vorhersagen, nichts steuern, es ist der totale Zufall. Und aus dieser Zufälligkeit, mit der man aber, dann wird natürlich schon nochmal gefragt, Frau, Mann, alter Beruf, das wird alles ja, anonymisiert, klar, aber gefragt wird schon, damit man dann sieht, das trifft so ungefähr den Schnitt dieser Gesellschaft. Oder man stellt fest, oh, jetzt haben wir in diesem doppelten Zufallsprinzip aber die Anzahl der befragten Frauen unter 30 viel zu klein. Dann muss man wieder anfangen mit dieser Nachgewichtung, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Aber das ist die Methodik und was eben nicht annähernd repräsentativ sein kann, ich will das jetzt nicht vertiefen, das ist irgendwann überfordert mich dann auch selber, ich bin ja kein Wahlforscher, aber das, was Ziwei macht, online, auf spiegel.de die Leute aufrufen, abzustimmen, da sind natürlich tausend Kinken drin. Man weiß nicht, wer wie oft von welchem Computer abstimmt. Man weiß nicht annähernd, ob das ein Zufallsprinzip ist und man kann ahnen, dass da viel mehr junge Leute drin sind, als es an der Gesamtwählerschaft der Anteil eigentlich hergibt. Das heißt, die müssen richtig nachsteuern. Das, was die an Rohdaten kriegen, ist nicht im entferntesten repräsentativ. Und deshalb bin ich damit auch immer sehr vorsichtig. Für INSA habe ich ja schon alles gesagt, was zu sagen ist und auch über die Wirkung, die das in Sachsen-Anhalt hatte. Ich sage nochmal für uns: Wir wollen nicht Politik machen mit unseren Umfragen, aber wir wissen natürlich auch, gerade mit dieser Donnerstagsabends-Umfrage, aber auch mit anderen,
dass das nicht im politikfreien Raum landet. Das muss man schon wissen und dazu muss man dann auch stehen. Umfragen haben Wirkung, sowohl auf die Gestaltung von Politik und auf Richtungsentscheidungen von Politik, als aber vor allen Dingen auf das Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler. Denn da ist gerade das taktische Denken, das hat man jetzt in Sachsen-Anhalt wieder gesehen, Herr Haseloff hätte diese 37% am Ende nie im Leben bekommen, wenn die Drohung, die AfD könnte stärkste Partei werden, nicht im Raum gestanden. Macht das völlig zu Unrecht. Also das ist wirklich ein bizarrer Ablauf, den wir da gesehen haben. Wir machen ja immer die Top 10 der wichtigsten Politiker. Auch das ist so etwas, wo wir immer wieder gefragt werden, wieso ist denn da der Lauterbach drin, der hat doch gar kein Amt. Wir geben diese Namen nicht vor, sondern die Forschungsgruppe Wahlen fragt die Leute total offen, wer ist denn so wichtig in der deutschen Politik? Dann fallen manchen 3 Politiker ein und manchen 8. Und dann wird schlichtweg gesehen, wer sind die 10 meistgenannten? Und die werden dann wiederum bei der nächsten Umfrage den Befragten zur Bewertung vorgelegt. Also ob da jetzt Frau Wagenknecht drin ist oder nicht, entscheiden nicht wir, sondern jetzt entscheiden die Befragten. Und wir machen das so, dass wir das alle 6 Wochen erneuern. Deshalb haben wir immer wieder auch mal neue Gesichter da drin. Und dass wir zum Beispiel die AfD da nie drin haben, ich hatte das schon mal irgendwann angeregt und gesagt, sag mal Leute, wir machen das ja, die AfD siegt sich seit 5 Jahren zu Tode oder eben nicht zu Tode und kommt in die Parlamente und wir haben noch nie in der Top 10 eigentlich gefragt, wie werden diese Politiker, die Spitzenpolitiker der AfD eigentlich bewertet. Aber die, die nicht AfD wählen, und das ist nun mal die Mehrheit, die nennen diese Namen nicht. Deshalb kommen die bei uns auch nicht in die Top 10. Man kann höchstens das dann nochmal rauslösen, das hatte ich irgendwann auch mal vorgeschlagen, vielleicht machen wir das nochmal, aber da gab es jetzt gar keinen Anlass für. Ja, Wählerverhalten, Taktik, habe ich schon was zu gesagt. Personalentscheidung, ach so, über die Top 10, das wollte ich noch sagen. Natürlich ist das eine Währung auch für Politik, wie man bewertet wird im Politbarometer zum Beispiel. Und die Tatsache, dass Markus Söder da relativ durchgängig sehr weit oben stand, auf Platz 2 oder 3, hat natürlich auch in der Union was gemacht und hat natürlich vor allem in der CSU auch das Selbstbewusstsein mit ausgelöst, der kann es packen. Und wir haben dann ja in der Hochzeit des Kanzlerkandidaten-Duells sozusagen zwischen Laschet und Söder, haben wir ja im Politbarometer alle möglichen Fragen dazu gestellt. Wem trauen Sie das dazu? Wäre das bessere Ergebnis für die Union einfallen und. Und in der Tat, und auch nicht nur bei uns, lag Söder immer vorn. Und das Bittere für Laschet war, er lag nicht nur irgendwie vorn, es waren fast 2 Welten. Also es war ein Riesenabstand zugunsten von Söder. Was ja erstaunlich ist, weil die CSU ja immer eine viel kleinere Partei und nur in Bayern ansässig ist. Aber so ist es gewesen und Söder hat das ja auch völlig unverhohlen instrumentalisiert. Er ist ja ganz klar rausgegangen und hat gesagt, ich bin der, der die besten Karten hat, guckt euch die Umfragen an. Jetzt wollt ihr doch nicht im Ernst Herrn Laschet nehmen. Also der Versuch hat stattgefunden, es hat aber nicht funktioniert. Ja, dann gibt es auch etwas, was man nicht verhehlen kann. Angedeutet habe ich das schon mal, dass es nämlich eine gewisse Kurzlebigkeit in dem Ganzen auch gibt. Bei Schulz und Baerbock habe ich das schon erklärt, das Phänomen, aber das trifft natürlich grundsätzlich zu. Also der Laschet hat jetzt seit ein paar Wochen deutlich bessere Werte, als er am Anfang hatte. Es gibt natürlich auch sowas wie Gewöhnung an Politiker, Akzeptanz durch Penetranz, nenne ich das mal. Aber man darf nie vergessen, so wichtig die sind, diese Umfragen, es kann auch übermorgen total anders aussehen. Und ich sage mal so einschneidende Ereignisse wie Fukushima 2011 oder die Pandemie, die machen natürlich einen Riesenunterschied sofort. Und ich meine, dass die CDU geführt von Angela Merkel mal zur Atomausstiegspartei wird, hätte man sich ja vorher auch nicht unbedingt träumen lassen. Das kann alles sehr schnell gehen und insofern muss man dann auch immer, auch ich, der ich mit den Umfragen arbeite, muss immer gewahr sein, dass das auch der Wind sich sehr schnell wieder drehen kann. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, sondern es sind Momentaufnahmen. Das ist mir dabei immer sehr wichtig auch zu betonen. Ja, heute hatten wir ein Politbarometer, hatte Herr Lehner schon gesagt, habe ich mir 19 Uhr präsentiert, auch im Übertrag schon, was sozusagen ein
wie man sagen, so eine Art Reflex ist oder eine Verlängerung der Sachsen-Anhalt-Effekte mit Zugewinnen für die CDU recht deutlich, CDU-CSU recht deutlich, 4 Punkte mehr. Allerdings kommend von dem schlechtesten Ergebnis, was sie jemals hatten, mit kleinen Zugewinnen für die SPD und deutlichen Verlusten für die Grünen. Und auf der Kanzlerkandidatenebene ist es genau das Gleiche. Laschet und Scholz gewinnen tendenziell dazu und Frau Baerbock ist total eingebrochen. Und da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Ich habe ehrlich gesagt immer schon gesagt, auch wenn ich diese Zahlen verkaufe, das, was die Grünen an Zustimmung haben, die lagen ja zum Teil vor der Union, das werden sie niemals materialisieren. Also wenn nicht morgen der Klimawandel uns so hart trifft, dass es jeder am eigenen Leibe spürt, wird das nicht passieren, weil diesen Effekt, auch das ist eine Lehre, die man aus Umfragen ziehen kann, der Effekt, dass Leute, wenn man sie fragt, wen wirst du denn wählen, wenn am Sonntag war, dann sagen die, oh, die Grünen, die machen was gegen den Klimawandel und überhaupt, das wird ja auch mal Zeit. Je näher die Wahl rückt und wenn man selbst sein Kreuzchen macht, fällt einem ein, oh, dann darf ich mit Diesel nicht mehr in die Innenstadt fahren und mit Flugzeug nicht mehr nach Mallorca. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Und vor ein paar Jahren war das der Veggie Day und die Steuerpolitik. Die Steuerpolitik, die das eigene Klientel hart getroffen hätte und der Veggie Day, wo nun fast jeder gesagt hat, wollte sogar das Essen vorschreiben. Das waren Eigentore, die Grünen geschossen haben damals. Ich sage mal, Frau Baerbocks Aussage zum Benzinpreis vor der Sachsen-Anhalt-Wahl war auch nicht hilfreich, weil die Leute das nicht gerne hören, schon gar nicht in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, wo es ja kaum Großstädte gibt. Da brauchen die, und im öffentlichen Nahverkehr, der unterbelichtet ist. Also da brauchen die Leute ja oft einfach auch ihr Auto und da kommt so eine Aussage natürlich nicht besonders gut. Das habe ich immer schon gesagt, dass diese 27% Fantasiezahlen sind, dass sie an der Wahlurne absehbarerweise nie bekommen werden. Dann kamen aber auch noch hausgemachte handwerkliche Fehler dazu. Der etwas aufschneiderische Lebenslauf mit Mitgliedschaften in Institutionen, wo es keine Mitglieder gibt. Und auch die Tatsache, dass sie, Frau Baerbock, ihre Sonderzahlungen nicht beim Bundestag angemeldet hat. Das sind alles keine Kapitalverbrechen. Aber die Leute riechen das. Sie sagen irgendwie, das ist nicht sauber. Und die Mischung aus all dem hat den Grünen sehr geschadet und es hat ja wirklich nicht viel gefehlt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sagen seit Wochen, die Grünen liegen bundesweit vor der CDU. Wir sind bei 26-27%. Wir haben in den früheren Umfragen vor Sachsen-Anhalt sie zumindest mal zweistellig gesehen. Und die ostdeutschen Bundesländer waren für die Grünen immer auswärtsspiel. Das muss man wissen. Aber dass sie bei 5,9 landen, das hatte nun wirklich niemand erwartet, ehrlich gesagt auch ich nicht. Das ist die Mischung aus dem, was ich gerade beschrieben habe. Da haben die Leute dann keinen Bock mehr auf Deutsch gesagt und es hat nicht viel gefehlt. Dann werden die tatsächlich aus dem Landtag rausgeflogen. Also das ist, meine ich, wollte ich gerne mal sagen, zu der Volatilität von Umfragen selbst. Es kann sehr schnell gehen. Es reichen ein, zwei Fettnäpfe, in denen so ein Spitzenkandidat sich stellt und das dreht sich total. Hat man zum Beispiel auch gesehen bei Jens Spahn. Der war eine Zeit lang in den Umfragen sehr beliebt und sehr weit oben. Und man hat sein Corona-Handling großartig gefunden. Und das ja auch sehr breitbeinig und selbstbewusst vertreten. Als dann die ersten Einschläge kamen, als man merkte, ups, alle impfen, nur wir nicht, was ist denn da schiefgelaufen, ging das aber gerade einmal schön in den Keller und da steht er heute noch. Ganz spannend. Also so ist das mit Umfragen. Das ist eine ernste Sache. Die muss man verstehen, die muss man methodisch verstehen, die muss man auch ernst nehmen und es macht etwas. Aber es gibt auch Wichtigeres noch im Leben und es ändert sich vor allem nicht schnell. Und das ist meine letzte Botschaft. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht und freue mich auf eure und ihre Fragen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Vornoff, für diesen Rundumschlag und für diesen schon sehr detaillierten Einblick in Umfragen und auch darin, wie sie entstehen und welche Auswirkungen sie haben können. Ich glaube, da sind ganz viele Aspekte dabei, die wir jetzt im anschließenden Gespräch noch vertiefen. Auch danke schon mal an alle, die im Chat die ersten Fragen gestellt haben. Wir
werden die sicher im Laufe des Gesprächs und in der Diskussion jetzt noch aufgreifen, laden aber alle Zuschauerinnen und Zuschauer ganz herzlich ein, da auch noch mehr Fragen bei YouTube in den Chat zu schreiben. Jetzt haben Sie die Chance hier, den ausgewiesenen Experten zu befragen. Über die Sachsen-Anhalt-Wahl haben wir jetzt ja schon relativ viel rückblickend gesprochen. Ich möchte noch mal einen Ausblick machen auf die Bundestagswahl, die ja im September ansteht. Sie haben das schon angesprochen. Wir haben dieses Jahr ein super Wahljahr und bei der Bundestagswahl eben auch diesen besonderen Fakt, dass wir ein sehr offenes Rennen haben ohne die amtierende Kanzlerin Angela Merkel, die ja nicht mehr antreten wird. Würden Sie sagen, dass in so einer besonderen Situation, sie war ja auch sehr, sehr lange Kanzlerin, Umfragen und auch die Berichterstattung über Umfrageergebnisse nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen? Ja, das ist mein Eindruck, ja, ganz klar. Ich meine, Angela Merkel hat vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren einen Wahlkampf gemacht mit dem Satz, sie kennen mich. Das kann jetzt keiner. Und damit ist alles, was über die an Positionen bekannt wird, welche Themen sie wie bewerten, sind dann nicht nur Umfragen, das ist Berichterstattung insgesamt. Das ist auch eine Herausforderung für alle Medien, gerade unter diesen Bedingungen. Vielleicht haben wir bald andere Bedingungen, aber in Sachsen-Anhalt war es ja noch sehr Corona-gesteuert und es gab den klassischen Marktplatz-Wahlkampf fast nicht. Ich glaube, dass Berichterstattung über Politik, über Programme und Personen noch wichtiger sein wird, das trifft schließt Umfragen ein. Ich glaube nicht, dass es nur Umfragen sind, die wichtiger werden, aber dieser Faktor, dass da die eine Konstante, auf die man sich über 16 Jahre verlassen hat, Mutti, der Mutti-Faktor, das sieht man ja jetzt übrigens noch, also den Top 10 immer vorne, der ist weg. Und damit ist alles up in the air. Und bis hin ja, und heute würde man das jetzt wirklich nicht vermuten, aber nochmal, der Wind kann sich auch für die Grünen wieder drehen. Aber vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, sah es ja tatsächlich so aus, als sei die Perspektive, wäre doch Kanzlerin, eine realistische. Heute sieht es jetzt nicht so aus. Wie viele Leute sind eigentlich dabei über YouTube? Kann man das irgendwie sehen? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das sind rund 38 Zuschauerinnen und Zuschauer aktuell. Okay. Genau, und Sie dürfen auch gerne, ich sage es nochmal, weiter in den Chat schreiben. Jetzt haben Sie ja eben im ZDF in den Nachrichten die heute ganz aktuelle Sonntagsfrage zur Bundestagswahl präsentiert. Können Sie noch mal was sagen jetzt zur Aussagekraft? Wir sind jetzt so ungefähr 3, 3,5 Monate vor der Wahl. Also was können wir denn jetzt aus den Balken, die Sie da präsentiert haben, tatsächlich erfahren? Aber was können wir daraus auch nicht erfahren? Ja, gute Frage. Also es ist schon noch, fließt schon noch eine Menge Wasser die Spur runter, bis gewählt wird. Insofern kann auch noch viel passieren, wie vorhin gesagt. Wenn dann ein Einschneidendes passiert, Terroranschlag in Deutschland, ich sage mal was und sowas, das hebelt natürlich alles aus. Dann werden die Karten komplett neu gemischt. Wenn sowas nicht passiert und wir gehen also relativ normal auf diesen Wahltag zu, die Pandemie wird ein bisschen schwächer, die Geimpften werden mehr, man kann vielleicht auch wieder Straßenwahlkampf machen, dann würde ich sagen, so ein paar Tendenzen, ich würde nie sagen, dass die Zahlen so bleiben, aber so ein paar Tendenzen kann man schon sehen, die stabil sein könnten. Dazu gehört, ob man es mag oder nicht, der Faktor AfD. Auch das hat Sachsen-Anhalt gezeigt. Sachsen-Anhalt ist eine der rechtsextremsten Landesgruppen sozusagen, steht in Teilen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes trotzdem an 20% gewählt. Bundesweit sind das nicht 20, sondern 10, 11, 12%. Bei der letzten Bundestagswahl war es 12,6. Irgendwie in der Größenordnung muss man damit rechnen, dass die AfD da bleibt. Es scheint sich gerade ein bisschen zu verfestigen, dass die FDP stärker wird und auch bleibt. Das ist jetzt eine ganze Weile schon so. Das hat sicher auch zu tun mit einer anderen grundsätzlichen Haltung zu den Corona-Maßnahmen. Da haben sich viele wiedergefunden, die jetzt nicht gleich AfD wählen wollen, aber auch gesagt haben, das geht zu weit, diese Freiheitsbeschneidung. Da hat die FDP, hat lange gebraucht, aber hat letztlich ihr Thema darin gefunden. Ich würde mit der heutigen Ausgabe des Politbarometers sagen, Laschet
hat eine Chance. Die CDU kommt wieder auf die Beine. Er hat eine Wahl gewonnen, auch wenn das nicht, kann man immer nicht genau sagen, wie groß sein Anteil war. Jedenfalls war er offensichtlich nicht geschadet. Und bei den Grünen weiß ich es nicht, habe ich ja schon gesagt. Das ist für mich am schwersten zu berechnen. Das sind Traumwerte, die wir jetzt seit Monaten haben. Wie viel davon bei der Wahl übrig bleibt, das kann niemand so genau sagen. Ja, und das Bitterste eigentlich, wenn man das mal so über die Jahrzehnte sieht, ist natürlich die SPD. Denn da kann passieren, was will, es wird sich nichts. Und das ist wirklich bitter, weil der Scholz keine schlechten Werte hat. Also auch bei der Gegenüberstellung, den hätten sie lieber als Bundeskanzler, schneidet der Scholz gut ab. Wenn man dann aber fragt, Laschet oder Scholz, dann wird es interessant und tricky, dann sagen die Leute, die bei der ersten Frage noch mehr Leute gesagt haben, Scholz ist geeignet als Laschet, wenn man sie einzeln fragt. Wenn man sie gegenüberstellt, denken die Leute mit, ich will ja nicht nur eine Person, sondern auch eine Partei. Ich will aber bestimmt nicht, dass die SPD die stärkste Partei wird. Also liegt da dann Laschet vor Scholz. Und für die SPD ist das eine ganz bittere Entwicklung. Ich habe es ja eingangs gesagt, ist das eigentlich noch eine Volkspartei? Welche Rolle spielt die Parteiführung? Bis jetzt, auch das kann sich im Wahlkampf noch zurechtschütteln und ändern, aber bis jetzt kann ich für die Forschungsgruppe und für die Politbarometer-Umfragen nur sagen, das ist schon fast, ja, wie soll ich das sagen, das ist fast schon eine Tragödie. Egal, was in der Welt passiert, die SPD profitiert nicht. Da kann die CDU Maskenskandale produzieren, bis der Arzt kommt, es rührt sich nichts. Und das sind so Sachen, da glaube ich jetzt erstmal, das wird sich nicht ganz grundsätzlich ändern. Der Scholz, wenn man fragt, da sagen die Leute zwar, den kann ich mir gut als Kanzler vorstellen, der ist jetzt aber auch nicht derjenige, der die Menschen mitreißt, wo die Leute dann sagen, Mensch, den Scholz muss ich haben, da kaufe ich auch die SPD mit. Den Effekt gibt es ganz offensichtlich nach dem, was wir bisher gesehen haben, nicht. Habe ich eine Partei vergessen? Ja, die hätte ich jetzt gleich angesprochen. Alle sind, glaube ich, fast gefallen, außer die Linke. Außer ich habe sie überhört. Ja, da dürfen Sie auch gerne noch mal was dazu sagen, sonst hätte ich Ihnen die Frage jetzt eh gestellt. Die Linke habe ich vergessen aus gutem Grunde, weil die irgendwie gar keine Rolle spielt im Moment und auch nicht so richtig auf die Beine kommen. Ich habe der Bartsch war bei uns da im Wahlstudio, haben wir noch kurz geredet. Die sind auch ratlos. Die haben einen Teil ihrer, also erstens sind sie komplett überaltert und es wird Jahr für Jahr schwieriger für sie, weil natürlich Wähler wegsterben und zu wenigen nachkommen. Und zweitens hat ihnen die AfD das Protestpotenzial abgegraben. Nicht vollständig, aber doch in großen Teilen. Und Leute, wir haben das ja gerade im Erstarken der AfD, was ja auch ein einmaliger Prozess ist. Die haben sich ja in jedem Landtag, in jedes Europaparlament, in jedem Bundestag gekommen, nacheinander. Die haben ja keine einzige Wahlniederlage eingesteckt. Und das ist natürlich etwas, was der Linken wehtut. Dann könnte man erstmal sagen, wieso eigentlich? Was haben die denn miteinander zu tun? Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Enden des politischen Spektrums. Aber sie haben halt gemeinsam, dass sie Protest einsammeln können. Das hat die Linke über viele Jahre, über Jahrzehnte sehr gut gemacht. Und wir haben, das wollte ich noch dazu sagen, wir haben einen Effekt gesehen mit dem Erstarken der AfD, dass sie sich sehr stark gespeist hat aus Nichtwählern, aus früheren Nichtwählern. Leute, die im ganzen System irgendwie abgeschlossen hatten und gesagt haben, ich kann ja eh nichts innerhalb meiner Stimme. Dann kam die AfD und dann waren die da als Wähler. Also wenn die Wahlbeteiligung sich erhöht, weniger Leute nicht wählen, das hat am meisten davon profitiert die AfD. Und die Linke kriegt das immer schwerer auf die Reihe, auch glaubwürdig auf die Reihe, weil die AfD hat natürlich den Vorteil, dass sie nirgendwo jemals Verantwortung übernommen hat. Das heißt, sie kann diesen reinen Protest glaubhaft im Moment vertreten. Und die Linke hat halt immer wieder mal Verantwortung übernommen und stellt den Ministerpräsidenten in Thüringen, regiert in Berlin mit und, und. Also die sind ja nicht so außerhalb des etablierten politischen Systems, wie es die AfD ist. Ja, also die Linke hat dieses Problem und sie hat eigentlich dann als Kernkompetenz nur noch, das ist ja kein kleiner Bereich, Sozialpolitik, gerade auch die, ich sag mal, Hartz IV und, ne, und Mindestlohn und sowas. Da ist sie aber nicht alleine am Start. Da ist die SPD ja mittlerweile auch wieder. Und auch die Grünen sogar. Das heißt, mit dem Thema allein
kommen sie nicht nach vorne. Deshalb würde mich sehr wundern, wenn die Linke noch zweistellig wäre. Das sehe ich im Moment nicht. Und was noch spannend ist übrigens, da kann ich aber am wenigsten zu sagen, weil wir am wenigsten Vorwissen darüber haben, sind die Freien Wähler, die ja nun doch relativ stabil in den letzten Umfragen in den Bundesländern wenigstens mal bei 3% sind. Und wer bei 3% ist, wir haben ja Spielregeln, die müssen wir haben. Wenn wir die nicht einhalten, haben wir hier 10.000 Audio. Ich muss jeden Tag mit allen Generalsekretären telefonieren. Nee, wir haben Spielregeln, die sind sehr klar. Ich hatte einmal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, Ärger mit der FDP, weil die in schlechten Zeiten, sie waren aus dem Bundestag rausgefallen, waren so in der Versenkung verschwunden, dass sie nicht mal mehr auf diese 3% kamen. Und dann haben die sich hier beschwert, angerufen, Briefe geschrieben. Und ich hatte nur gesagt, liebe Leute, das sind die Spielregeln. Wenn wer nicht bei 3% ist, wird nicht ausgewiesen. Im Umkehrschluss, das meine ich jetzt mit den Freien Wählern, wer 3% hat, der scheint auf als Option. Es gibt ja auch 1000 andere Parteien. Ne? Also in Sachsen-Anhalt sind 3 Tierschutzparteien angetreten und so weiter. Aber wer 3% hat, der ist im Fokus und der hat auch eine faire Chance, auf 5 zu kommen. Dann. Deshalb ist das eine ganz wichtige Hürde und der Grund dafür ist hier keine willkürliche Festlegung. Das hat einfach auch mit Methodik zu tun. Hinter diesen Prozentzahlen stecken ja Stückzahlen sozusagen von einer also eine Anzahl von Befragten, die gesagt haben, ja, ich will die FDP oder die Freien Wähler. Und wenn sie unter 3% sind, wird diese Stückzahl zu klein. Dann können sie daraus eigentlich nichts mehr schließen. Und deshalb haben wir diese 3%-Hürde in dem Umfeld. Ja, die kennen wir auch. Als politische Bildnerinnen und Bildner ist bei uns bei Veranstaltungen in Vorwahlzeiten auch immer die Frage, wen wir zum Beispiel zu Podiumsdiskussionen einladen. Und da sind es dann die sogenannten aussichtsreich kandidierenden Parteien. Und da stellt sich jetzt eben auch die Frage in diesem Jahr, die Freien Wähler waren auch in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl ja überraschend stark. Laden wir die jetzt zu unseren Podien ein? Sind die an die Bundestagswahl? Ich weiß schon gar nicht mehr. Bitte? Sind die reingekommen am Ende? Nee, die sind nicht reingekommen in Baden-Württemberg, aber waren bei Herr Wehner über 3%. In Rheinland-Pfalz waren sie ja drin. Genau. Ja, und in Bayern. Ja, genau. Ja, sie haben schon. Wenn ich einen Satz sagen darf, Frau Bossert, das ist aber wirklich ein Phänomen, mit dem wir gerade anfangen, uns zu beschäftigen. Die sind auch sehr heterogen, je nachdem, wohin man guckt, in welches Bundesland und so. Da gibt es schon gemeinsame Linien. Die sind eher auf dem Land verankert und weniger in den Großstädten und so weiter. Eher konservativ als progressiv. Im Prinzip fischen die in einem ähnlichen Teich wie die FDP. Auch. Und ich bin gespannt, wie das mit denen weitergeht. Wie gesagt, wir haben sie jetzt mal so auf dem Radar und auf dem Schirm, weil sie jetzt immerhin doch ein paar Achtungserfolge errungen hat. Aber ob das für bundesweit 5% reichen wird, das werden wir auch spannend, ganz gespannt beobachten. Ich würde noch eine Frage stellen und dann nehmen wir vielleicht mal die ersten Publikumsfragen. Bei Ihren Umfragen erfragen Sie ja jetzt nicht nur, bei welcher Partei die befragte Person ihr Kreuz machen würde, sondern es geht auch um die Themen, die den Wählerinnen und Wählern wichtig sind. Was haben Sie schon Erkenntnisse dazu, was die wahlentscheidenden Themen bei der Bundestagswahl 2021 sein werden? Das ist auch eine gute Frage, weil ich sage mal so, dass in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gab es natürlich ein überragendes Thema, das war Corona in allen Ausprägungen. Corona, Impfen, Maßnahmen, Einschränkungen, alles was dazugehört. Ob das Ende September noch so, es war jetzt in Sachsen-Anhalt interessanterweise schon nicht mehr so überragend. Es war noch das wichtigste Thema, aber mit ganz anderen Zahlen, als wir es hier noch in Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz haben. Also die Leute merken ja auch Impffortschritt. Was habe ich heute gehört? 25 Millionen oder wie viel? Sind schon zweifach geimpft. Also da tut sich ja gerade was. Und die Zahlen gehen seit Wochen runter. Also die Leute haben, glaube ich, schon das Gefühl, die Richtung stimmt. Und dann kann es natürlich sein, dass irgendwann dieses Thema nicht mehr dieses Überlagernde hat, was gerade noch hat. Ich würde das ehrlich gesagt fast vermuten, dass das so kommt. Das wird schon noch da sein, es geht nicht weg. Aber ob es das Thema des Wahlkampfs wird, das muss nicht sein. Es wird allerdings auch, wenn ich jetzt mal recht behalte in meiner These, dann steht dahinter ja auch, dass Politik richtige Entscheidungen getroffen hat, unterm Strich.
Sonst würden wir diese Entwicklung ja nicht haben. Und das hilft, wie eingangs gesagt, den Regierenden auf Bundes- und Landesebene. Frau Hoff, können Sie schnell Licht machen, sonst hat ja das Ganze etwas nee. Hopper. Rest ja, ich habe schon gesehen. Ich mache mal gerade die Balance wieder auf. Ein. Jetzt besser? Ja, ist wieder besser. Vielen, vielen Dank. Ich muss das war genau der zum Hintergrund. Wir haben hier ein sehr schönes Redaktionsgebäude, in dem ich sitze. Das ist Anfang der 90er Jahre gebaut worden, mit viel Glasfassaden und einem Glasdach ohne Klimaanlage. Das heißt, am Nachmittag habe ich hier schon gerne mal 34 Grad oder sowas. Deshalb habe ich gerade wenigstens Jalousie zugemacht. Ja, das passt ja zu einem heißen Wahlkampf. Ja. Wir machen jetzt quasi die Pause und haben jetzt quasi die ersten Fragen aus dem Chat. Und die würde ich gerne als erstes die Frage von Annaliska aufgreifen. Die fragt, also vielleicht, ich bringe es mit zwei Begriffen nochmal auf den Punkt. Glauben Sie eher an den Mitleidseffekt oder an den Mitläufereffekt? Weil die FDP, das ist ja das beste Beispiel, 2013, die lag ja in den Umfragen zwischen 4% und 6%. Und man könnte jetzt sozusagen in der Forschung immer wieder die These aufführen, der Mitleidseffekt führt dann dazu, dass man die Partei versucht, über die 5%-Hürde zu hieven oder eben strategisch zu wählen und zu sagen, nee, die kommen nicht über die 5%-Hürde, deshalb ist es eine verschenkte Stimme. Und außerdem will ich bei den Gewinnern sein, deshalb diesen Trittbrettfahrereffekt. Und Annaliska fragt eben oder fragt, welche Gründe sprechen für die Veröffentlichung dieser Prognosen kurz vor der Wahl, die Sie angesprochen haben, außer der von Ihnen angesprochenen Transparenz? Welche Abwägungen trafen Sie bei der Entscheidung, diese durchzusetzen? Na, zum Ersten würde ich mal sagen, Mitleidseffekt halte ich für zu vernachlässigen. Den gibt es kaum in der Politik. Ich glaube umgekehrt, wenn eine Partei mal unter 5% ist, das war ja das Schicksal der FDP, dann setzt nicht Mitleid ein, sondern Vergessen. Und dann will man nicht, dass die eigene Stimme nicht zählt, sondern gibt sie halt der CDU oder sonst wem. Also ich würde wirklich denken, nach dem, was ich bisher so an Umfragen gesehen habe und an taktischen Wahlentscheidungen offensichtlich dahinter standen, dass es einen Mitleidseffekt sehr selten gibt, sondern es gibt eher den Effekt, dass man sicherstellen will, dass die eigene Stimme zählt und die zählt halt dann, wenn sie relevant wird für das Kräfteverhältnis im Parlament. Und die zweite Frage, ja, noch viel mehr Gründe gibt es ehrlich gesagt nicht für diese Donnerstagabendentscheidung. Das ist Transparenz, das ist, wir haben diese Zahlen und wir halten sie nicht zurück, sondern wir veröffentlichen sie. Und wir geben natürlich damit den Wählerinnen und Wählern auch ein Instrumentarium oder eine faktische Grundlage mit an die Hand, zu entscheiden, wen sie denn dann doch letztlich wählen, wenn sie nicht schon Briefwahl gemacht haben. Weil man die Kräfteverhältnisse der Parteien, und ehrlich gesagt, es ändert sich fast nicht von 10 Tagen vorher zu 3 Tagen vorher. Also ich habe es jetzt wirklich noch nicht erlebt, dass die weiter entfernte Umfrage 10 Tage vor der Wahl etwas völlig anderes ausgesagt hat, als die am Donnerstagabend. Die ist dann nochmal ein bisschen näher dran und vielleicht auch nochmal ein bisschen näher am Wahlergebnis dran in den meisten Fällen. Was wir aber ja gar nicht behaupten zu tun, wir machen ja keine Prognose am Donnerstagabend, sondern ein Stimmungsbild aus diesen 3 Tagen, an denen befragt worden ist. Und in der Zeit danach können sich erstens noch Sachen ereignen, können sich zweitens Leute noch Gedanken machen, was sie denn nun wirklich tun. Insofern würde ich die Bedeutung dieser Umfrage auch nicht zu hoch hängen. Klar ist, dass es die Umfrage ist, die am meisten medial gesehen wird. Die steht in allen Zeitungen, alle Hörfunksender machen das auf der Konferenz. Da guckt man richtig drauf. Und was am Ende jeder daraus macht für sein Wahlverhalten, das können und wollen wir ja nicht steuern. Aber das ist der Grund dafür, dass wir das machen. Da gibt es keinen tieferen Sinn. Es gibt noch eine zweite Frage in die Richtung, ob Umfragen die Wahlentscheidung beeinflussen. Ich glaube, die passt da ganz gut dazu, von Fabio Donadio.
Da ist die Frage, ob Sie glauben, dass Umfragen die Wahlentscheidung beeinflussen können, mit dem Beispiel, ob Sie denken, dass SPD-Wählerinnen und Wähler jetzt eher umschwenken könnten und grün wählen, um eine CDU-geführte Koalition zu verhindern. Na, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es all diese Überlegungen gibt, diese taktischen Überlegungen, und die finden natürlich statt auf Grundlage von Umfragen. Und nur da sehen Sie ja ein angenommenes Kräfteverhältnis zwischen den Parteien. Und nur von daher können Sie auf so eine Idee kommen, zu sagen, ich will jetzt aber auf keinen Fall, dass die Union den Kanzler stellt, also will ich die Grünen, nicht die SPD. Aber was passiert ist in Sachsen-Anhalt, das habe ich ja gesagt, ist ein anderer Effekt. Die CDU hat Stimmen auf sich gezogen. Einerseits, weil sie einen amtierenden Regierungschef hatte, der es geschickt gemacht hat. Und man wollte keinen Wechsel. Und zweitens, weil viele Wählerinnen und Wähler der demokratischen Parteien, nenne ich sie mal, am Ende gesagt haben, dann wähle ich doch lieber Herrn Haseloff, als dass die AfD stärkste Kraft ist. Den Effekt gab es ganz sicher. Der hat auch mit Sicherheit den Grünen geschadet, ne? In Sachsen-Anhalt. Ich habe ja gesagt, die werden ja fast rausgeführt. Auf der Basis einer historisch einmaligen Stärke bundesweit hätten sie fast den Einzug ins Parlament verpasst. Und ich glaube, da spielt dieser Faktor, das kann man schwer belegen, aber sagen Sie eindeutig, wenn man so viel verliert von einer Umfrage, von den Umfragen zum Wahlergebnis, dann muss da was passiert sein, auch an Wählerwanderung. Die kann man aber nicht immer eindeutig festlegen. Das ist übrigens ein Thema, da könnten Sie auch mit den forschungsrelevanten Leuten mal drüber sprechen. Mit denen habe ich immer einen Kampf, weil natürlich die Wählerwanderung etwas ist, natürlich sehr sexy. Alle wollen das wissen. Die Politik will es wissen, die Medien wollen es wissen, die Printmedien, alle wollen wissen, wo kommen denn die Wähler der CDU plötzlich her? Und methodisch, sagt die Forschungsgruppe Wahlen, ist das Humbug. Das lässt sich höchstens grob schätzen, weil sie sozusagen unterschiedliche Wahlwählerelektorate haben. Also 2017 und 2021 ist keine identische Wählerschaft. Dazwischen sind Menschen gestorben oder ins Ausland gegangen, was weiß ich. Oder Sie können sich nicht mehr daran erinnern, wen Sie gewählt haben vor 4 Jahren, weil es gab ja auch eine Europawahl und eine Kommunalwahl und so weiter. Und dann wird das alles krumm und schief. Und da wird teilweise eine Präzision von Wählerwanderung behauptet, die es methodisch gar nicht geben kann. Wir sind damit sehr, sehr zurückhaltend. Und ich habe immerhin, weil ich natürlich sehe, was um mich herum geschieht, und das, so unseriös das sein mag, methodisch für die Wissenschaftler oder Forschungsgruppe Wahlen, dass es aber trotzdem ein sexy Instrument ist, habe ich sie jetzt immerhin so weit, dass wir zum Beispiel in den ganzen Jahren, wo die AfD ja die Partei war, wo man fragen musste, wo kommen eigentlich die Wähler her? Da haben wir das dann irgendwann wenigstens so rumgemacht, dass wir gesagt haben, von denen, die heute AfD gewählt haben, haben vor 5 Jahren SPD gewählt, CDU gewählt. Und dann hat man grobe Annäherungen. Das kann nie präzise sein, also nicht annähernd so präzise wie die Sonntagsfrage oder so. Da hat der Herr Schönborn einen Vorteil. Ja, das weiß ich, ja. Er hat den Vorteil, dass er das sexy Spielzeug einsetzen kann. Es kann einem aber auch böse auf die Füße fallen. Zur Methode? Die Forschungsgruppe Wahlen sind ja nicht die einzigen, die sagen, es geht eigentlich. Ja, zur Methodik gibt es nämlich auch noch 2 Fragen im Chat. Zum einen die Frage, werden bei Umfragen aufgrund des Bedeutungsverlustes von Festnetznummern auch Handynummern berücksichtigt und in welchem Verhältnis zueinander, wäre die erste methodische Frage. Ja, spannende Frage. Haben wir in den letzten Jahren den Hebel sozusagen umgelegt und Mobilfunknummern mit einbezogen, aber natürlich nur bei bundesweiten Umfragen, weil man ja die Mobilfunknummern nicht auf ein Bundesland runterbrechen kann. Ich weiß ja nicht, wo das ist. Deshalb machen wir sozusagen bei bundesweiten Umfragen sind das festnetzgestützte und bei länderspezifischen Umfragen ist es gemischt. Ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht genau den Prozentsatz sagen, ich meine, es ist ein Viertel. Aber die interessante Erkenntnis aus, ich würde sagen, vor 2 Jahren haben wir damit angefangen oder 2,5. Die interessante Erkenntnis ist, es unterscheidet sich fast nicht. Also ob Sie, was die Sonntagsfrage betrifft zum Beispiel, ne? Ob Sie das mit oder ohne Mobilfunkanteil machen, gibt keine anderen Ergebnisse. Aber das ist aber auch etwas, das mussten wir auch probieren und testen, um es dann sicher zu wissen. Aber jetzt machen wir es schon so lange, dass man das mit ziemlicher Entschiedenheit sagen kann,
dass die Unterschiede zumindest sehr klein sind. Wie berechnen dann die Demoskopinnen und Demoskopen in Zukunft das Wahlverhalten von Briefwählern ein, um Umfragen dann oder gerade die letzten Umfragen so zu gewichten, dass sie dann auch Relevanz weiterhin haben? Auch das ist eine gute Frage und eine schwer zu beantwortende. Ich glaube, die ehrliche Antwort heißt, es gibt da keinen Weg. Das ist ganz schwierig. Es ist noch nicht mal klar. Also man weiß nicht genau, welche Prozentsätze der Anhänger einer Partei Briefwahl machen. Man weiß, es unterscheidet sich, habe ich vorhin schon mal gesagt. Es ist nicht so, dass durchgängig durch alle Parteien 25% Briefwahl gemacht werden, sondern es unterscheidet sich sehr stark. Und wie sich das unterscheidet, können Sie aber gar nicht rauskriegen, weil der Briefwahl macht, sitzt ja zu Hause. Den treffen Sie ja nicht am Wahllokal. Und dann, das ist ja sozusagen die Grundlage der Prognose. Um 18 Uhr ist ja die Befragung im Wahllokal. Und wenn da, wie in Baden-Württemberg, 50% derer, die gewählt haben, überhaupt nicht mehr sind und man auch nicht genau weiß, wie unterscheidet sich denn das parteipolitisch? Wer macht mehr Briefwahl und wer weniger? Dann hat man an der Stelle ein bisschen eine Blackbox. Das ist so. Und da kann man mit Erfahrung gewichten. Aber das, ich glaube, das ist auch eine Erklärung dafür, dass es auch bei dieser Wahl in Sachsen-Anhalt relativ hohe Abweichungen noch am Wahltag gegeben hat, von der Prognose zum Endergebnis und auch bei den ersten Hochrechnungen noch, weil da die Briefwahl noch gar nicht ausgezählt war. Und das ist etwas, was es den Demoskopen schlichtweg sehr schwer macht. Je mehr Leute Brief wählen, desto schwerer kriegen die das gefasst. Lassen Sie mir noch eine letzte Methodenfrage auch anschließen. Über Allensbach haben wir noch gar nicht geredet. Das ist ja meines Wissens das einzige Institut, das noch persönliche Befragungen vornimmt. Wie bewerten Sie die? Wie meinen Sie persönliche Befragungen? Also Face-to-Face-Befragungen, nicht übers Telefon. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich stelle fest in den letzten Jahren, dass die Bedeutung eher so ein bisschen zurückgegangen ist von Allensbach. Dass eher sowas, so ein Weg wie Ziwei ihn geht, online gestützt. Es finden viele methodisch interessant. Ich habe es ja vorhin eher kritisch gesehen. Ich glaube auch, dass es berechtigt ist, aber jedenfalls arbeiten die an ihrer Methodik und an ihren Gewichtungssystemen und sowas sehr intensiv. Es kann also durchaus sein, gerade für so kurzfristige Blitzumfragen und sowas, dass man da Meinungsbilder schon zustande kriegt über solche Wege, über Online-Befragungen. Ich glaube, das ist der spannendere Weg als Allensbach. Da sehe ich wirklich Infratest und die Forschungsgruppe Wahlen weit vorne. Über Allensbach, ehrlich, ist eine gute Frage. Ich habe schon lange nichts mehr von denen gehört. Machen die das noch für die FAZ eigentlich? Ja, regelmäßig, 4-Wochen-Turnus. Das ist sozusagen Ihr Partner noch, ne? Ja. Ja. Dann haben wir noch eine Frage zu einem Thema, das uns als politische Bildnerinnen auch immer bewegt, die Wahlbeteiligung. Da ist jetzt erstmal die grundsätzliche Frage, rechnen Sie mit einem Anstieg der Wahlbeteiligung, Regulierung des Alltagslebens im Zuge der Corona-Pandemie? Und die zweite Frage ist eher auch nochmal in Bezug auf das Politbarometer als solches. Können Sie in irgendeiner Form dazu beitragen, die Nichtwählerinnen und Nichtwähler und ihre Gründe für das Nichtwählen besser zu verstehen oder nachvollziehen zu können? Das fragt Elisabeth. Ja, Elisabeth, gute Frage. Ja, Nichtwähler haben den Nachteil, dass sie nicht wählen und auch nicht erscheinen am Wahllokal, so wie Briefwähler. Deshalb weiß man es natürlich nicht so genau. Und man muss eine Unmenge an anonymen Menschen anrufen, um einen Anteil von Nichtwählern dabei zu haben, der aussagekräftig ist. Und die Motivation derer, die nicht wählen, ist ja total unterschiedlich und heterogen. Manche wählen nicht, weil sie Politik nicht interessiert. Manche wählen nicht, weil sie finden, alle Politiker lügen. Es gibt unterschiedlichste Motive, nicht wählen zu gehen. Manche wählen auch schlichtweg nicht, weil sie sagen, was soll meine eine Stimme bei 60 Millionen Wahlberechtigten ausrichten. Ich muss immer wieder mal Briefe beantworten. Es gibt sogar Organisationen von Nichtwählern, die sich von uns immer schlecht behandelt fühlen, weil wir nicht ausführlich darüber berichten. Aber das hat den Hintergrund. Das kann man in einer breit angelegten Studie, das wäre eher was für Wissenschaft, ehrlich gesagt, als für uns. In einer breit angelegten Studie könnte man versuchen herauszufinden, was sind denn alles die Motive von Nichtwählern. Klar ist nur, sie sind sehr heterogen. Aber was es alles sind, außer den annehmbaren, die ich jetzt gerade gesagt habe, das wissen wir nicht so genau.
Was wir aber wissen, habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, ist, dass mit dem Aufscheinen der AfD ein guter Teil der Nichtwähler wählen gegangen ist, nämlich die AfD, weil es dieses Politangebot rechts außen vorher so nicht gab. Und als die AfD begann, sie hat ja mehrere Häutungsprozesse hinter sich, immer stramm nach rechts, aber als sie begann, war sie ja so eine euroskeptische Professorenpartei, von der heute, glaube ich, nur noch Herr Meuthen übrig geblieben ist. Der hat alle Häutungen überstanden, bis jetzt. Und die waren dann durchaus wählbar, das waren halt keine Nazis. Also ich sage mal so, die AfD heute und ein paar ihrer handelnden Personen ist eine ganz andere und wird nicht zu Unrecht vom Verfassungsschutz beobachtet in Teilen. Wenn Sie sich so angucken, was Herr Höcke so alles geäußert hat, schon öffentlich. Das ist eine ganz andere Partei, als die sie mal gestartet sind. Und der Igitt-Faktor, sage ich mal, AfD zu wählen, der war zumindest viel geringer als bei DVU, Republikanern, erst recht. Man hat irgendwie rechts gewählt, aber man hatte das Gefühl, es ist ein Partner, irgendwie anständige Menschen. Die waren wählbar für viele. Und das war in der Tat so, ich erinnere mich da gut dran, weil, wie gesagt, wir haben dann irgendwann angefangen, diese von denen, die AfD heute gewählt haben vor 4 Jahren Frage zu stellen, dass der Anteil der Nichtwähler fast immer der größte überhaupt war. Also die haben in der Tat vor allem Nichtwähler rekrutiert und dann natürlich von allen möglichen anderen Parteien, Linke habe ich vorhin schon erwähnt, auch eingesammelt. Eigentlich mehr oder weniger überall, außer bei den Grünen. Der erste Teil der Frage, der wäre noch jetzt mal zur Bundestagswahl. Rechnen Sie grundsätzlich mit einem Anstieg der Wahlbeteiligung im September oder was sind da Ihre Prognosen? Das ist immer schwer vorherzusagen. Also generell ist die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen höher als bei Landtagswahlen. Und generell ist die Wahlbeteiligung in den Ländern, und wahrscheinlich sind es ja drei, mindestens aber zwei Länder, die parallel wählen, deren Wahlbeteiligung wird im Sog der Bundestagswahl auch höher sein. So nach dem Motto, wenn ich schon mal wähle, kann ich auch im Land mitwählen. Wie das insgesamt sich ausgeht, ist schwer zu sagen. Ich würde mal vermuten, dass es eine politische Zuspitzung schon gibt. Einmal durch die schiere Masse an Wahlen, die da am 26. September durchs Ziel geht. Und dann aber eben auch, Sie haben es ja, Frau Voss hat vorhin selbst auch gesagt, weil da jemand Neues ins Kanzleramt einziehen wird. Also da ist ja schon, da geht es ja um was. Und es wird ein neues Kapitel sein. Und deshalb würde ich mal, wäre ich jetzt mal optimistisch und würde sagen, es wird eine hohe Wahlbeteiligung. Alles andere würde mich sehr wundern. Ja. Kommen wir vielleicht noch zur allerersten Frage, die im Chat gestellt worden ist von Sammy Kai, nämlich dem Zusammenhang, und da wären ja jetzt diese Beispiele der Fehleinschätzungen der Demoskopie anzuführen. Er fragt nämlich, glauben Sie, dass durch die unpräzisen Umfrageergebnisse der Demoskopen die Debatte um Fake News Aufwind bekommt? Ach, ja, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also die Debatte um Fake News an Umfragen festzumachen, finde ich natürlich sowieso nicht zulässig. Das können Sie festmachen an anderen Instituten, aber nicht an Infratest oder der Forschungsgruppe Wahlen. Die produzieren keine Fake News. Und nicht jeder Fehler, der passiert, ist ja ein absichtlicher. Also wenn man denn zum Beispiel, was ja lange passiert ist, das absolute Ergebnis der AfD zu gering, zu klein einschätzt, weil ihnen die Leute nicht die Wahrheit sagen, dann ist das ja sozusagen doppelt bitter für uns. Erstens reden die Leute nicht mit uns, zweitens belügen sie uns und dann sagen sie hinterher, ihr habt ja viel zu niedrige Zahlen, das ist Fake News. Also das ist ein komisches Spiel. Den Schuh möchte ich mir eigentlich nicht anziehen. Und wer alles laut Fake News schreit in Social Media, da muss man dann halt auch mal genau hingucken. Also längst nicht alles, was da im Fokus ist, ist zu Recht im Fokus. Und ich würde mal sagen, ja, am Wahlsonntag in Sachsen-Anhalt haben die Forschungsinstitute größere Abweichungen gehabt als üblicherweise. Wir hatten im Vorfeld schon Gott sei Dank die richtige Grundtendenz, aber auch nicht die richtigen Zahlen, auch nicht in der Prognose. Und das ist dann etwas, das müssen die aufarbeiten. Und die Bedingungen, unter denen Umfragen entstehen, die sind ja auch veränderlich. Zum Beispiel die Pandemie hat es ja natürlich total verändert.
Und die Institute müssen dann, und da bin ich aber zu wenig drin, da kann ich in die Details nicht, ich kann nur sagen, das passiert, dass die mit statistischen Rechenmodellen versuchen, so sozusagen Unwuchten, die man aus der Befragung herauskriegt, rauszurechnen und zu einem möglichst realistischen Ergebnis zu kommen. Nur, wenn die Fallbasis der Wahlen, in denen dieser Faktor schon galt, sehr klein ist, also wenn zum Beispiel Baden-Württemberg zum ersten Mal in der Geschichte 50% Briefwahlanteil hat, dann konnte man auf nichts fußen, um vorauszuahnen, wie das denn wohl ausgeht, wenn so viel Briefwahl gemacht wird. Da gab es keine Vorerfahrung. Mit jeder Wahl, bei der das jetzt so ist, wird das anders. Das ist so der Effekt, den wir auch mit der AfD entwickelt haben. Mit jeder Wahl, wo die antraten und wir sie am Anfang immer aus den genannten Gründen zu klein ausgewiesen haben, mit dem Geschrei auf Social Media, was dann folgte, mit jeder Wahl konnten wir sozusagen präziser sagen, wie groß ist der Teil, den wir draufsatteln müssen, weil die Leute nicht bekennen, AfD zu wählen, es dann aber doch tun. Und damit waren wir bei den letzten Wahlen ziemlich gut. In Sachsen-Anhalt waren wir bei vielen, mehreren Parteien, also wie gesagt, in der Gesamttendenz gut, aber nicht in den Zahlen. Also auch das endgültige Ergebnis, und diesmal war es umgekehrt. Das endgültige Ergebnis der AfD ist ja, glaube ich, 20, etwas Prozent. Wir hatten sie den ganzen Wahlabend über bei 23. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Sie haben also eigentlich in Sachsen-Anhalt an Prozentpunkten fast genauso viel verloren wie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das war aber erst mit dem amtlichen Endergebnis wirklich sichtbar. Also ich konnte das zum Beispiel nicht thematisieren, weil wir andere Zahlen hatten. Ja, die letzte Frage, Frau Bossert. Genau, es kam jetzt noch mal eine neue Frage rein. Ganz konkret, die Frage ist, wären sehr groß angelegte Umfragen ein Weg in Richtung direkter Demokratie? Vielleicht auch noch mal jetzt von meiner Seite verbunden mit der Frage, wie sehen Sie grundsätzlich den Zusammenhang, und das Verhältnis von Demoskopie und Demokratie? Ich glaube, dass Umfragen einen wichtigen Beitrag zur politischen Diskussion leisten, also einfach eine faktische Grundlage schaffen, wenn sie denn seriös sind. Insofern sind sie Bestandteil von Demokratie. Ob man daraus so eine Art Plebiszit machen kann, als in direkter Demokratie, da habe ich eher meine Zweifel, weil da brauchen sie ja wahnsinnige Befragungszahlen. Das kostet ja auch alles Geld, wollen wir nicht verhehlen. Das ist ein Riesenaufwand, den die Meinungsforschungsinstitute da treiben müssen, um zum Beispiel diese 1200, und daraus können Sie sicher kein Plebiszit ableiten, um diese 1200 so zu befragen, dass es methodisch seriös ist und dann auch in Umfragen mündet, mit denen man reinen Gewissens arbeiten kann. Wenn Sie das jetzt explodieren lassen, einen Faktor 1000 dranhängen, sagen wir mal, das wäre schlichtweg nicht machbar. Das sind ja Menschen dann auch in Mannheim, die dort physisch sitzen und die Telefonate führen. Und das können Sie mit riesigen Stückzahlen, glaube ich, nicht machen. Also jedenfalls wir mit unseren Mitteln bestimmt nicht. Man kann sagen, man kann statt 1200 2500 machen. Das kostet auch schon viel mehr Geld und viel mehr Zeit, ist aber methodisch nicht viel besser, wenn überhaupt. Das ist dieses Prinzip der Repräsentativität und dem doppelten Zufallsprinzip, was ich vorhin erklärt habe. Die reine Erhöhung der Stückzahl oder der Anzahl der Befragten garantiert Ihnen noch kein besseres Ergebnis. Haben Sie noch Zeit für eine Frage? Elisabeth hätte nämlich noch mal eine. Ja, einer geht noch. Nämlich wie die Zusammenarbeit zwischen der Forschungsgruppe Wahlen und dem ZDF sich sehr konkret gestaltet. Sie hatten das ja vorher auch schon mit den Wählerwanderungen so ein bisschen angesprochen. Sind hier Spannungen zwischen wissenschaftlicher Wahlforschung und journalistischer Aufbereitung auszumachen? Also, ich mache das ja jetzt seit 7 Jahren und ich kann nur sagen, das ist eine sehr, sehr gute und professionelle Zusammenarbeit und in 99 von 100 Fällen kommen wir auch sehr gut zusammen. Aber dieser Punkt, den Elisabeth da anspricht, der poppt schon immer mal auf. Wir haben natürlich als Medienunternehmen manchmal ein anderes journalistisches Interesse, mit Umfragen umzugehen, als das die reine Wissenschaft hat. Und deshalb habe ich das vorhin erzählt mit den Wählerwanderungen. Das ist das eine, wohin ich die Forschungsgruppe Wahlen bekommen habe. Zu sagen, ne, von denen die AfD diesmal gewählt haben, haben vor 4 Jahren.
Das, sagen die, geht methodisch gerade noch so. Andersrum überhaupt nicht. Und diesen Konflikt gibt es. Ich sage nur immer, ich muss das dann hier auch im Haus vertreten. Und da gibt es natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sehen einfach das Interesse ihrer Sendung und die finden das einfach ganz knackig, wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Und ich nicht langweilig hergehe und sage, die CDU ist klar stärker. Und ich versuche dann immer, die Begründungen, die ich ja einfordere von der Forschungsgruppe, ich kaufe das ja nicht blind, die versuche ich in die Diskussion hier auch einzuspeisen. Denn eins ist auch klar, wenn es denn mal schief geht, weil wir die zu sehr drängen, ihre wissenschaftlichen Standards zu verlassen, dann gehen wir alle unter mit diesem Werkzeug. Deshalb bin ich eigentlich eher einer, ich möchte gerne manchmal eine Schlagzeile in der Pressemitteilung ein bisschen schärfer formulieren, als das die Forschungsgruppe tun würde. Da einigen wir uns aber eigentlich immer. Aber den Grundkonflikt sozusagen in der Tendenz, Wissenschaftler sind anders als Journalisten, ticken anders als Journalisten, das ist so. Aber ich verstehe das als Journalist schon als auch eine Rückversicherung für mich. Ich bin der arme Kerl, der seinen Kopf da drin hält. Und ich möchte schon sicher sein, dass das methodisch sauber ist, was sie da machen. Und je mehr ich die dränge, ihre wissenschaftlichen Standards zu verwässern, zu verlassen oder irgendwas, desto mehr säge ich auch den Ast ab, auf dem ich da sitze. Also ich habe da eine relativ klare Haltung und damit bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, vielen Dank. Die interessanteste Zahl des Politbarometers aus Sicht der politischen Bildung war heute die Zahl, dass erst 21% auf die Frage geantwortet haben, ist heute schon klar. Wer die Bundestagswahl gewinnt, waren es nur 21%. Das heißt, es ist wirklich noch viel Bewegung im Spiel. Das freut die politische Bildung. Die Monate vor der Wahl sind die spannendsten für die politische Bildung auch. Kleiner Hinweis auf nächste Woche. Christian Stecker wird sich mit dem Thema Minderheitsregierung beschäftigen, also ein sehr politikwissenschaftlicher Vortrag, der aber dieses Szenario, das ja durchaus 2017 im Raum stand, aufgreift, ob vielleicht eine Minderheitsregierung vielleicht nicht mal eine gute Alternative zu einer sogenannten Großen Koalition denn wäre. Dann gilt mein Dank den Frauen hinter den Kulissen, Kata Kotra, Lina Berthold und Johanna Bächle, die für die Technik und das Equipment entsprechend sorgen, meine Kollegin Regina Bossert für die kompetente Moderation und natürlich Ihnen, Herr Vornhoff, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hatten ja die Sorge, dass ein Medienmann in 10 Minuten die Dinge beantworten kann, für die wir ansonsten 90 Minuten vorsehen. Aber jetzt ging es doch so lange und wir wollen natürlich alle noch das Heute-Journal mit dem ausführlichen Politbarometer uns angucken. 8 Minuten Zeit bleiben uns. Herzlichen Dank und wir werden Ihre Sendungen weiter verfolgen. Spannende Diskussion, hat auch mir Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Freiburg, Heidelberg und wo immer die Leute teilgenommen haben über YouTube. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank und allen einen schönen Abend. Tschüss.